Ja, hallo, zieh dir mal was an hier. Gut, wir wissen mehr, wenn wir Gegenstände finden im Unterreich, die zu diesem Laden gehören, haben wir eine Questnotiz bekommen. Gut, wenn wir Sachen finden, dann wissen wir Bescheid. Die Wache. Diese Barrikaden wurden errichtet, um die Flut der Eindringlinge einzudämmen. Es tut mir leid, aber es darf niemand passieren, bis die Fürsten von Tiefwasser die Erlaubnis dazu erteilen. Okay. Ich glaube... Erschreckt mich doch nicht so. Ich hätte dich fast gehauen. Der Hund beschnüffelt euch und als ihr merkt, dass ihr keiner der Angreifer seid, lächelt er freundlich. Na, Kratzer? Finde ich gut, dass du die Türen wohl lässt. Die hin. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Bis auf diese Tür. Okay, der Hund verfolgt uns. Wir machen ein bisschen das Licht an. Wir müssten jetzt eigentlich alles abgeklappert haben. Jetzt können wir nochmal mit ihm hier reden. Hallo. Ja. Okay, also das Flusstor. Kommen wir da hin? Nee. Wir kommen nirgendwo hin, oder? Hier ist eine mächtige Mauer. Die mächtige Mauer. Zu diesem Teil kommen wir wahrscheinlich entweder erst ganz am Ende. Okay, die eigentliche Story spielt ja auch im Unterberg, ne? Also deswegen gehen wir mal zurück. Wir haben uns einigermaßen ausgerüstet. Es gab einen ganzen Encounter. Naja, gut, dann mal los, ne? Jetzt sind wir vorbereitet. Wir marschieren nicht einfach so in den Unterberg. Das ist Wahnsinn. Tschüss. Hi. So. Die weiße Testosteron, ja, hat sie uns geben wollen, aber leider war es aus. So, Durnan. Bitte, braucht ihr irgendwas? Ein neues Hirn vielleicht. Ich bin bereit, den Unterberg zu betreten. In Ordnung. Ihr habt meine Erlaubnis, in den Brunnen zu klettern. Dort befindet sich der Hebel, um die Wehrtüren abzusenken. Viel Glück, Ben. Ja, danke. Wollt ihr in die dunklen Tiefen des Brunnens hinabsteigen? Wirklich? Ja, wirklich. Ein feiger Goblin. Hi, feiger Gobbo. Wie geht's? Ein ausgemergelter Goblin schleicht sich müde aus den Schatten. Er kommt nur sehr vorsichtig näher, jederzeit zur Flucht bereit. Ich glaube, das kriege ich im Leben nicht hochgerendert. Ich schneide das. Ich habe das geschnitten und jetzt lese ich es euch einfach vor. Ihr seid kein Feenwesen. Nein, nein, nein. Ihr arbeitet nicht für den Ogre. Nein, nein. Grovel hat euch noch nie gesehen. Würde sich erinnern. Vielleicht arbeitet ihr für niemanden? Vielleicht, ja? Nein? Ich arbeite für die Stadt Tiefwasser, feiger Goblin. Ja, das ist ein sehr gut. Gut, gut, gut. Hier unten seien alle... Mischugge geworden, kämpfen und murksen sich dauernd ab. Aber ihr nicht, nein, nein, nein. Dekin sieht den Goblin misstrauisch von der Seite an. Dekin denken, dass ihr wollen, dass Boss euch anheuern. Nun, vergesst es. Boss brauchen eure Hilfe nicht. Ja, Dekin. Nein, nein, nein. Grovel möchte nicht angeheuert werden. Nicht, wenn das bedeutet, tief in den Untergang zu gehen. Grovel möchte nur sprechen. Seine Stimme hören. Eine Oper singen. Ihr wollt reden vielleicht? Reden kann Grovel gut. Kein Kampf, keine Magie, aber Informationen können Grovel geben. Jede Menge. Ihr habt Fragen? Grovel werden euch helfen, aber nicht kämpfen. Nein? Okay, wer seid ihr? Grovel hat er doch gesagt. Ich sei Grovel. Hört ihr das Flüstern im Hintergrund? Das ist schon gruselig. Nichts Wichtiges. Nicht jetzt. Grovel waren mal Berater von König Blutzahn, aber schon vor langer, langer Zeit, lange bevor Grovel im Unterberg kamen. Hört ihr das Flüstern? Wie seid ihr denn in den Unterberg gekommen? Wie alle anderen auch, durch Halaster. Niemand weiß warum. Nein, nein, nein. In einer Sekunde sitzt König Blutzahn noch auf seinem Thron, in anderer Sekunde geben großen Knall und wir alle seien im Unterberg. Halaster machen immer solche Sachen, bis ihr mir Schugge im Kopf, ja? Ja, ja, ja.
Aber das wissen wir, wissen wir damals noch nicht. Das haben Krovel erst später gemerkt. Oh. Hm. Was ist mit dem Rest eures Stamms geschehen? Blutzahn meinen, wir sollen uns den Weg nach Hause freikämpfen. Und Stamm waren einverstanden. Waren nicht so schlau wie Krovel. Krovel wissen, dass man gar nicht kämpfen dürfen im Unterberg. Nicht gegen andere Kreaturen, nicht gegen Halastar. Halastar. Aber Blutzahn wollen nicht hören. Sie haben versucht zu kämpfen. Jetzt seien nur noch Krovel übrig. Goblin im Unterberg seien nur noch Futter für die anderen. Auch Blutzahn. Ja, ja, ja. Dekin denkt, er sagen die Wahrheit, Boss. Dekin hat von Blutzahn gehört, ein großer, fürchterlicher Goblin-Boss, bis er verschwand. Jeder sagt, Blutzahn ist tot, er und ganzer Stamm. Aber Krovel neben noch, nicht stark sein, aber schlau. Verstecken, aufpassen, auf Chance warten. Ja, vielleicht. Jetzt Halastar weg. Jetzt, vielleicht können abhauen, ja? Halastar ist weg, was meint ihr damit? Na eben weg, Halastar weg. Keine Ahnung wohin. Nein, nein, nein. Aber er sei weg. Ja, ja, ja. Deshalb haben die anderen Wesen im Unterberg ja angefangen zu kämpfen. Halastar haben gesagt, wir sollen nett sein untereinander. Aber jetzt seien Halastar weg. Jetzt seien alle frei. Murksen sich ab. Sowas Dämliches. Aber wenn kein Halastar mehr da, der uns festhalten, dann können ja auch versuchen abzuhauen, wenn wir überleben, ja? So wie Krovel. Ja? Viel mehr wissen Krovel auch nicht. Nur, dass Halastar weg sein und du wärst jetzt viel gefährlicher als früher. Das glaube ich nicht. Für dich vielleicht. Aber er wird auch so noch gefährlich sein und sehr tödlich, der Unterberg. Oh ja, ja, ja. Alle kämpfen, weil sie mächtig sein wollen, weil sie herrschen wollen, weil sie fliehen wollen. Ihr spracht von Oger und Feen. Ja, Oger im Norden, Feen im Süden. Wenn ihr die Map aufmacht, dann könnt ihr euch richtig gut orientieren. Ihr habt sowas doch. Mini-Map. Sie kämpfen um Macht. Beide wollen Halastar beerben. Jetzt, wo Halastar weg sein. Was wisst ihr noch über den Unterberg? Unterberg verändern sich dauernd. Halastar lassen die Sachen nie lange so, wie sie waren. Mauern verschieben, Türen versetzen. Neue Monster rein, alte Monster raus. Mischugge, völlig Mischugge. Und du hast doch gesagt, er ist jetzt weg. Dann dürfte sich doch jetzt nichts verändern. Aber Krovel warnt vorsichtig, achten auf Fallen, seien nett zu den anderen, gehen denen aus dem Weg, bleiben klein und verstecken sich immer. Waren gar nicht so schlecht damals. Aber jetzt Halastar seien weg, jetzt seien alles schlimm, ganz, ganz schlimm. Okay, also das... ich bin nicht in Stimmung. Ich werde jetzt gehen. Ich werde jetzt gehen. Moment, Moment, Moment. Krovel wollen raus aus Gewölbe. Zu viele Kämpfe, zu viele Tote. Ihr könnt helfen, ja, vielleicht, ja? Ihr könnt Krovel helfen zu fliehen? Ich könnte Durnan bitten, euch den Brunnenschacht hochzuziehen. Der Tod ist der einzige Ausweg von hier. Nein, Benten. Ja, 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 Krovel Brunnen hochziehen. Krovel in Sicherheit bringen. Weg von hier, bitte, bitte, bitte. Vielen Dank, Beeilung. Sagt Donon, Bernd ein Herdfeuer habe ich geschickt. Ich weiß nicht, ob das reicht. Naja. Benton, du bist doch ein guter Kerl. Wir klettern jetzt nochmal hoch. Und gucken, ob der Goblin gut da oben angekommen ist. Ja, tatsächlich hier. Donon. Guck, das habe ich mir nämlich gedacht. Dass Donon sich denkt so... Der kann ja alles Mögliche sagen. Vielleicht hat der Benton umgebracht. Da, das ist die liebe Person, die Krovel den Brunnen hochgeschickt hat. Es ist gut, ja, ja, jetzt seht ihr es. Benton? Gut, vielleicht könnt ihr etwas Licht in diese Angelegenheit bringen. Ich stand gerade am Brunnenwache, als ich das Signal erhielt, euch hochzuziehen. Ihr könnt euch meine Überraschung vorstellen, als ich plötzlich diesen Goblin sah. Vielleicht wurde ich verwandelt in einen Goblin? Hätte auch sein können. Zuerst dachte ich, das sei schon wieder eine neue Invasion. Doch der Kerl flehte und jammerte um sein Leben. Ich brachte es einfach nicht übers Herz, ihn zu töten. Ein einzelner, unbewaffneter Goblin ist schließlich keine große Gefahr. Er behauptet, ihr hättet ihn zu uns geschickt, Benton. Ist das wahr? Der ist harmlos. Ich habe die Kreatur noch nie mal gesehen. Ja, er wollte jetzt zum Unterberg entkommen. Ich glaube, er ist harmlos.
Und was soll ich mit ihm anfangen, eurer Meinung nach? Ihn einfach laufen lassen? Er mag ja harmlos sein, aber ein Goblin, der hier auf der Straße spazieren geht, könnte ganz schön für Aufruhr sorgen und getötet werden. Selbst wenn er euch harmlos erscheint, die Leute hier könnten den Anblick kaum ertragen, jedenfalls nicht in der jetzigen Situation. Lasst ihn in eurem Gasthof arbeiten, dann können wir ihn im Auge behalten. Ja, Krovel arbeiten hart. Krovel machen, was man ihm sagt. Für Bett und Essen wäre schon ganz nice. Werden schon sehen, Krovel machen euch glücklich. Brauchen bloß ein Wort zu sagen und Krovel springen los. Mein Gasthof ist proppenvoll. Bei so vielen Leuten kann die Stimmung schnell kippen. Aber ich könnte jemanden gebrauchen, der mir ein bisschen sauber macht. Aber Vorsicht, Goblin. Das wird kein Zuckerschlecken. Ich behalte euch im Auge. Abschaum. Danke. Ja. Krovel fangt schon an. Glasklar. Poren tief rein. Krovel machen sauber. Wie großer Riese. Megaperz. Werden schon sehen. Meister Propper ist nichts gegen mich. Durnan schüttelt den Kopf, als der Goblin beginnt, den Staub auf dem Fußboden aufzulesen. Macht euch keine Sorgen. Ich werde ihn beobachten, damit er kein Unheil anrichtet. Na, schön. Sehr schön. Sauber machen. Immer sauber machen. So viel Schmutz. Ja, das stimmt. Der Goblin summt und brummelt leise vor sich hin, während er am Boden herumwieselt und Abfälle vom Boden auf... Sauber machen, immer sauber machen. So viel Schmutz, so viel Dreck. Vielleicht wäre es leichter, wenn Krovel einen Besen hätte. Er schaut zu euch auf und schenkt euch ein schiefes Grinsen. Hallo. Krovel arbeiten viel für euch, Benton. Ihr braucht was? Vielleicht? Ja. Ich werde jetzt gehen. Danke, Krovel. Gut, erste gute Tat. Ja, wir mussten nicht mal einen Schritt laufen. Wir mussten nur 5 Stunden lang in den Brunnen klettern. So. Haben wir das schon mal. Speichern wir mal. Wo läufst du denn hin, Benton? Mir war so, als wären die Duega, als würden die sich manchmal aus dem Boden... Okay. Oder Skelettkrieger. Hi. Darf ich dich mit meiner Faust bekannt machen? Sie heißt... Und hier ist mein Fuß. Und das ist mein anderer Fuß. Und den Schlag habe ich einfach pariert. Alles klar. Benton. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Gut. Ich wollte gerade sagen, mir war so, als würden die Duegar immer aus dem Boden kommen. Aber offensichtlich war hier nur so ein kleines Skelettchen. Hier geht es noch tiefer rein. Und wir machen ganz schön Schaden, wenn wir aufpassen und strategisch vorgehen. Sollte das alles gar kein Problem sein. Dann betreten wir einmal den Unterberg. Hallo? Ist hier jemand noch am Leben irgendwie? Mittelgroße Halle, würde ich sagen. Wieso kann ich das nicht bewegen? Naja, ist auch egal. Knochen. Schwache magische Presche. Schöne Lavalampen. Hier ist ein... Das sieht mir sehr nach einer magischen Falle aus. Die werden wir gleich mal testen. Und wir haben nichts dadurch erhalten. Wir wissen aber, dass die Kreise jetzt magischen Schaden machen. Wir ziehen mal noch unsere +1-Heilertaschen irgendwo rein. Und zwar... Die Tränke behalten wir uns mal für den Notfall auf. Oder falls wir Alliierte bekommen, die damit mehr anfangen können. Spuren. In diesem Bereich sind viele Spuren von humanoiden Wesen zu erkennen. Okay. Da ist eine Falle. Dekin, kannst du Fallen entschärfen? Mit Fallen umgehen? Warte mal, nee. Dekin? Oh, wie schön!
das nochmal? Da. Ah. Oh. Hm. Dann umgehen wir sie. Oh, da liegt jemand. Charbin! Deacon sehen tote Leute. Und in diesem Fall Deacon sehen Bardin aus Taverne. Ihr erinnert euch? Ja, wir haben da was. Wo ist eigentlich deine Ausrüstung, gute Frau? Soll ich mal matchen? Hier. Aber noch sind wir nicht so weit. Hier sind Säulen. Die Frau schlägt die Augen auf. Sie schaut sich um, teils überrascht, teils immer noch von Entsetzen gepackt. Als sie erkennt, wo sie ist, wird sie blass. Das ist der Unterberg. Wie bin ich? Was ist geschehen? Bin ich gestorben? Wer seid ihr? Wenn jetzt sowas kommt wie, ich muss in der Hölle sein, ihr seid so hässlich, dann bin ich aber schwer beleidigt, das kann ich euch sagen. Erinnert ihr euch nicht an mich? Ich sprach im Gasthof mit eurer Gruppe. Die Bardin mustert euch aufmerksam. Ja, natürlich, ihr seid Bettenherdfeuer, der Held aus Durn, den Nurnan erwartet hat. Bei der Verfolgung des Betrachters kam es zum Kampf. Ich wurde von einem vergifteten Pfeil getroffen und getötet. Linu schien irgendwie es nicht für nötig erachtet zu haben, mich zu heilen, aber naja, sie nickt bedächtig. Jetzt erinnere ich mich. Danke, dass ihr mich ins Leben zurückgebracht habt. Hm, sagt mir, wer ihr seid. Ich heiße Charbin. Ich bin eine Bardin, die zuletzt in Ivinter lebte. Wir waren zu viert und jagten Durnans Keller diesem Betrachter hinterher, falls ihr es vergessen habt. Obwohl ihr mich daran erinnert habt, was ich vergessen habe. Naja, wo sind eure Gefährten jetzt? Wisst ihr das? Ich habe keinen Schimmer. Wäre die Jagd erfolgreich verlaufen, hätte mich Linu mit Sicherheit ins Leben zurückgerufen. Die hätten mich hier nicht zurückgelassen. Sie denkt kurz nach. Naja, Tommy vielleicht. Aber Lino und Delen niemals. Vielleicht sind sie tiefer in das Gewölbe eingedrungen oder gestorben. Ich weiß es nicht. Sie erschaudert bei dem Gedanken. Wieder ein paar Abenteurerknochen mehr, die hier herumliegen. Hoffentlich nicht. Könnt ihr mir etwas über diese Gegend hier erzählen? Du, die liegt im Eingangsbereich. Da wird nicht viel bei rumkommen. Ich wünschte, ich könnte es. Wir sind dem Betrachter bis hierher gefolgt. Wir hatten keine Zeit, uns genau umzusehen. Was wollt ihr jetzt machen? Sie runzelt nachdenklich die Stirn. Naja, ich denke, ich werde versuchen, in die Taverne zurückzukehren. Allein weiterzumachen hat überhaupt keinen Sinn. Da mache ich mir gar keine Illusionen. Wieso kann man sie einfach töten? Warum kommt ihr nicht einfach mit mir? Erstmal. Vielleicht können wir sie loswerden. Austauschen. Die Bardin ist offenbar überrascht und blickt euch skeptisch an. Ist das euer Ernst? Der größte Teil meiner Ausrüstung ist weg. Im Moment wäre ich keine große Hilfe für euch, Benden. Ich könnte eure Hilfe trotzdem gut gebrauchen. Mein Nacken ist ein bisschen verspannt. Ich muss zugeben, dass ihr euch mit den Abenteurern im Unterberg nicht so früh aufhören wollte. Sie zuckt mit den Schultern und grinst. Dann führt uns an. Vielleicht finden wir eine Rüstung für euch. Aber so müsst ihr halt erstmal ein bisschen nackig mit uns rumlaufen. Da ist ein Rätsel, oder? Hier ist schon wieder irgendwer gestorben. Ja, Dekin. Entschuldigung. Wo bist du? Was passiert hier? Dekin schaut sich zunächst vorsichtig um und fährt dann fort. Ja, ihr wisst, dass wir jetzt im Unterberg sein, ja? Ihr macht wohl witzig. Da hatte ich ja gar keine Ahnung. Oh, Boss, wirklich keine Ahnung? Natürlich wusste ich, wo wir sind. Ich dachte, wir seien auf dem Weg nach Raschimmen und liefen nackt über die Felder. Deacon schaut euch lange an und zwinkert dann mit den Augen. Deacon haben schon von Raschimmen gehört. Machen Leute dort das so? Ihn anstarren. Das sind noch viel mehr. Kobold-Eintopf zum Beispiel. Oh, fassungslos greift Deacon nach seinem Buch und macht sich dann mit aufgerissenen Augen Notizen. Dann schaut er wieder zu euch hoch. Wir sind jetzt im Unterberg, Boss. Ihr wisst, was das bedeutet?
Was denn? Dicky tänzelt nervös und fair. Das bedeutet, wenn man erst einmal im Unterberg, dann kommst du schnell nicht mehr raus. Eine Magie, die uns überall hinbringt, funktioniert hier nicht. Ihr meint also, das Relikt des Seelenfängers funktioniert nicht? Dicky denkt einen Augenblick nach und zuckt damit den Achsen. Dicky will nicht sicher wissen. Vielleicht Relikt vom Bus mächtiger. Von Boss. Aber Geschichten sind sich über eines einig. Zeugs wie Teleportation funktionieren hier nicht. Okay. Ihr wisst viel über den Unterberg, stimmt's? Damals, als Dick ihn richtig hart arbeiten müssen für den alten Boss, da haben er viele Bücher gelesen. Alter Boss lieben Geschichten über den Unterberg und Dick ihn haben immer vorgelesen, wenn er welche gefunden haben. Vieles davon waren vielleicht bloß Geschichten, aber viele davon stimmen auch. Aber Boss hatten Bücher, die sonst niemand besessen. Vielleicht wissen Dick ihn mehr als andere. Manche Dinge, die Dick ihn wissen, möchte er lieber nicht wissen, wie zum Beispiel die Geschichte über den Magier Hallaster. Ein Mensch, der sich hier alles aufgebaut haben, ziemlich verrückt waren die, wollen jeden umbringen, der irgendwie hineinkommt. Das macht Dicky nervös, sehr nervös. Seid auf der Hut und bleibt wachsam. Die Folge ist nämlich zu Ende, wir haben nicht so viel Zeit. Dicky scharrt ein wenig mit den Füßen, als sei er zu aufgewühlt, um stillstehen zu können. Also, zurück zu unserem Abenteuerboss. Sagt nur sofort Bescheid, wenn ihr etwas seht, was ihr erkennt. Dekin ist gerade dabei, sich umzudrehen, doch dann hält er inne und hebt seine kleine Hand. Oh, Dekin haben nur noch eins zu sagen. Was? Das hier ist großer und gefährlicher Ort. Vielleicht wollen mit Dekin darüber sprechen, welche Taktiken Dekin einsetzen soll? Ja? Das klingt nach einer guten Idee. Was soll Dekin tun? Ich will eure Ausrüstung anpassen. Vielleicht habt ihr ja was übrig, was Charvin benutzen kann. Reflexstiefel. Schlangenlederrüstung. Kurzschwert plus 3 kann ich vielleicht benutzen. Mal gucken. Wieso hast du den dabei, wenn du damit nicht umgehen kannst? Kleiner Schild. Jetzt gucken wir mal, was Charvin damit anfangen. Und dann machen wir Schluss. Ach, die hat selber noch was. Von wegen, sie hat nichts dabei. Vagabundenlumpen. Und Charvins Ring. Okay. Kurzschwert kann sie auch benutzen. Doppelklingenschwert. Ups. Doppelklingenabwehr. So, hier, wir erhöhen mal lieber ihre RK. So, Benton, dann gesellst du dich mal zu ihr. So. Bis dann. Leb wohl. Sieht jetzt gerade eher aus wie ein Thumbnail wahrscheinlich für Tarzan und Jane, aber hey.